Hallo, guten Abend, meine Lieben. Das war knapp. Im letzten Moment ist mir aufgefallen, dass ich mein Mikrokabel mit einem anderen Kabel verbunden hatte, das den Akku für mein Telefon und so weiter. Also jedenfalls komplizierte Geschichte. Aber im letzten Moment habe ich es doch noch geschafft und ihr anscheinend auch. Ist ja cool. Guten Abend, guten Abend. Kommt alle rein. Herzlich willkommen zum ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Mittwoch zum letzten Tag, zum Finale des Crashkurses. Hallo, hallo, guten Abend, guten Guten Abend. Abend. Guten Abend von Gary. Ah ja, kommt alle rein. Wunderbar, das ist ja großartig. Wieder ein wundervoller Tag voller Grauheit und Wolken. Aber uns interessiert das ja echt einen feuchten Scheiß. Ich meine, wer Kreidefarbe hat, der braucht kein Wetter mehr, ne? Wobei Gary immer sagt, Hauptsache Wetter überhaupt. Man muss ja froh sein, wenn man eins hat. Also, völlig Schnuppe, wir haben Farbe. Und ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder da seid. Und wenn ihr jetzt, wie ihr seht, seht ihr hier nichts und das Schränkchen steht da unten. Das liegt daran, ach Moment, ich habe mich wieder mit meinem Kabel vertüdelt. Oh, okay, dass ich heute da ein bisschen arbeite. Gary räuspert sich, ist irgendwas? Irgendwie so eine Frage von einem Tier. Zuvor, an meinem Fall. Hallo, bin ich heute richtig? Antia, heute bist du richtig. Witzigerweise sind ein paar von euch das letzte Mal in einem alten Crashkurs gelandet. Ja, also schön, dass ihr jetzt alle da seid. Und irgendjemand hat mir jetzt eine Anfrage gestellt. Tanja, nee. Tanja, geh mal bitte, nimm das mal zurück. So, nein, ich möchte im Moment keine Gäste haben. Da bist du bestimmt nur aus Versehen drauf gekommen. Alles klar, wunderbar. Hallo, meine Lieben. Ja. Heute Finale, dritter Tag Kreidefarbe. Und ich denke, mal ganz im Ernst, wer heute am dritten Tag dabei ist, der, ja, den hat es erwischt. Der ist im Kreidefarbe, war im Kreidefarbe-Fieber und wird wahrscheinlich kreidefarbesüchtig werden, sein und bleiben. Ich jedenfalls kann damit überhaupt nicht mehr aufhören. Es ist wirklich unglaublich. Und für alle, die jetzt sagen, ich muss das weitermachen, kann ich nur sagen, ihr befindet euch in bester Gesellschaft und ich biete euch beste Gesellschaft, nämlich bei Kreidefarbe TV. Kreidefarbe TV, das ist mein wöchentlicher Workshop, jeden Donnerstag 19 Uhr auf Facebook in einer geschlossenen Gruppe, also ganz entre nous. Ganz intime, 120 Leute sind wir, glaube ich, knapp. Und wir können gerne noch ein paar weitere dazu aufnehmen. Und da machen wir nicht nur wie hier jeden Monat ein Möbel fertig und malen es an, sondern da geht es auch um andere Dinge. Zum Beispiel, wie kann ich mein Möbel möglichst schön und dekorativ fotografieren? Wie kann ich es präsentieren, zum Beispiel in den sozialen Medien? Wie kann ich es so präsentieren, dass irgendjemand es möglicherweise kaufen kann? Übrigens noch mal ganz kurz für alle, die heute vielleicht keinen guten Empfang haben. Das hatten wir die letzten beiden Tage mal. Wenn jemand keinen guten Empfang hat, dann bitte aktualisiert einfach euren Bildschirm. Entweder am PC oben die F5-Taste drücken oder beim Tablet einmal runterwischen oder beim Handy, dann sollte der Empfang besser sein. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, also Kreidefarbe TV ist super cool und das Beste daran ist, dass es eine eingeschworene Gemeinschaft ist von Leuten, die richtig Bock haben, was Nettes zu machen und sich zu helfen. Und das Tolle ist, wenn irgendjemand auch nur eine Frage postet, bevor ich die überhaupt sehe, haben schon sieben andere geantwortet. Das heißt, du kannst dir aus allen das Beste raussuchen. Und das ist natürlich ganz, ganz hilfreich, denn du bist nie alleine mit dem, was du tust. Und wenn mal was schief geht, und natürlich gehen Sachen schief, dann kannst du ein Schiefgeh-Bild posten und kriegst Mitleid und keinen Spott. Also es ist wirklich eine nette Gruppe. Wir haben seit Anfang des Jahres auch den Magic Monday. Einmal im Monat machen wir montags was. So Dinge wie Canva, dieses kostenlose Tool, um Grafiken zu erstellen. Wie geht man damit um und wie postet man was bei Etsy? Und ist es vernünftiger, bei eBay Kleinanzeigen zu posten? Und ja, alle diese Dinge machen wir montags immer mal. Ja, so viel also zu Kreidefarbe TV. Wer von euch Lust hat, dabei zu sein, kann das ganz einfach machen. Die Pforten sind wieder offen bis zum 2. Februar. Und zwar einfach auf www. Tut mir leid, vorbei mit Stimme, goodbye, nein. www.kreidefarbe.tv.
Und da könnt ihr alle Infos nochmal angucken und da könnt ihr auch euch anmelden, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Ja, übrigens, also es ist eine Abo-Geschichte. Man kann aber jeden Monat aussteigen, wenn man sagt, man hat keine Lust oder keine Zeit oder was auch immer. Ja, so viel zu Kreidefarbe TV. Ah, noch eine ganz tolle Sache. Wir kennen uns, also Kreidefarbe TV gibt es seit November 2020, also etwas über ein Jahr. Und ganz viele, die gleich am Anfang dabei waren, sind noch heute dabei. Und wir haben beschlossen, dieses Jahr machen wir eine Premiere. Dieses Jahr treffen wir uns live, echt in Farbe und zum Anfassen. Und zwar treffen wir uns tatsächlich in der Mitte Deutschlands. Katharina ist ja ganz im Süden in Passau, ich bin ganz im Norden in Twistringen. Und wir treffen uns in der Mitte in Engelskirchen. Und wenn ihr jetzt sagt, Engelskirchen kenne ich genauso gut wie Twistringen, dann wundert mich das nicht. Aber Engelskirchen ist super zentral, ist nämlich genau in der, naja, also nicht ganz genau in der Mitte, ist also in der sehr westlichen Mitte, ist in der Nähe von Köln. Super gut mit der Bahn zu erreichen. Also wer sagt, ich möchte keinen Stress haben, keine lange Autofahrt, kann da hinkommen. Und es ist eine kostenlose Veranstaltung, nur für Mitglieder. Es kann sein, dass wir einen kleinen Unkostenbeitrag erheben für Essen und Trinken, aber ja, eine super Gelegenheit, alle Kreidefarbe-Fans kennenzulernen. Ich freue mich schon riesig drauf. Wer in der Gruppe ist, darf natürlich daran teilnehmen. Und ja, so viel dazu. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken. Genau, ach ja, genau. Ich habe noch ein paar Danke und ein paar Bitte zu vergeben. Mein erstes Danke geht an Gary, der mich immer, immer unterstützt. Und zwar nicht nur, indem er donnerstags und bei jedem Crashkurs am Rechner sitzt und kommentiert, dumme Sprüche macht und mir die Fragen weiterleitet, sondern der auch ja, meine Möbel transportiert, meine Möbel repariert, meine Möbel überall hinbringt, für mich in der Gegend rumschiebt, mit mir alles umbaut, der mich mentalisch, wie er sagt, unterstützt und in jeder anderen Hinsicht und der ein großartiger Koch ist. Und wenn ihr jetzt alle richtig neidisch werden wollt, es gab heute Fisch mit einer Parmesan-Kräuterkruste, mit einem Pastinakenstampf und einem warmen rote Beete Sesamsalat. Also, der Typ kann kochen. Ganz herzliches Danke an Gary, du bist ein wunderbarer Mann. Ohne dich könnte ich das alles nicht tun. So, zweites Danke an Katharina. Vielen Dank für deine super Unterstützung. Natürlich mit den Preisen. Mit den Preisen, gleich kommt wieder die Telefonnummer. Und mit mentaler Unterstützung, dass du immer so guten Rat und gute Ratschläge hast, in allem so wahnsinnig kompetent bist. Und natürlich mein allergrößter Dank geht an euch, denn ohne euch hätte ich hier einfach nur ins Leere gesprochen. Und dass ihr mitmacht und so viel fragt, kommentiert und lustige Geschichten erzählt, das hat mich wahnsinnig gefreut. Also vielen, vielen Dank an alle. Merci vielmals, ihr könnt euch feiern. Und apropos feiern, natürlich kommen wir heute wieder zur Auslosung. Heute wird unser dritter Tagessieger ausgelost und am Ende der Sendung werden die Preise unter den Tagessiegern verteilt. Und dazu hoffe ich natürlich erstmal, dass die ersten beiden Sieger da sind, nämlich Marianne und Susanne. Seid ihr da? Dann sagt mal Hallo, hallo. Ich hoffe doch sehr. Und der dritte Tagessieger wird heute ermittelt. Und zwar ist die Frage heute, erstmal hier ist die Telefonnummer. Die heutige Frage, kann man die ganz sehen? Ist sie drin? Mal gucken. Ja, die heutige Frage ist, mit welchen Wachsen arbeite ich an diesem Stück? Also ich arbeite heute mit zwei verschiedenen Wachsen und ich werde euch natürlich sagen, mit welchen. Natürlich sind die von Annie Sloan. Und ihr schickt bitte wieder eine WhatsApp an Katharina unter dieser Nummer und schreibt da rein die beiden Sorten Wachs, mit denen ich heute dieses Stückchen fertig machen werde. Okay, das war die lange Vorrede und jetzt geht's weiter, meine Lieben. Ich muss mal eben wieder die Telefonnummer verstauen. Schon für den nächsten Crashkurs. So, ihr seht, ich habe die Oberfläche dieses kleinen wunderbaren Gründerzeit-Nachttischchens oder Schränkchens, man weiß es nicht so genau, genauso bemalt wie
wie den Rest der Kommode. Also ich habe hier wieder lila mit den weißen, etwas durchbrochenen Streifen gemacht. Und die Ränder habe ich blau gemacht, wie hier die Seiten unter der Kommode. Und hier möchte ich jetzt noch etwas machen, eine Besonderheit. Und zwar möchte ich hier noch eine Schablone draufsetzen. Und weil man damit so wunderbare Dinge machen kann, habe ich gedacht, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ja, bevor ich das tue, hast du gerade gewinkt? Ja, Gary winkt. Kannst du Tanja herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tanja. Alles Gute. Man darf nicht sagen zu einer Frau, wie alt sie ist, aber könntest du fragen, was sie wiegt? Ich hoffe, ihr habt es mal wieder ge gehört. Gary sagt, man darf eine Frau ja nicht fragen, wie alt sie ist, aber wir wüssten gern, was sie wiegt. Tanja, schön, dass du da bist. Schön, dass du Geburtstag hast. Ich glaube es ja nicht. Das ist schon die zweite Geburtstagsteilnehmerin. Also muss ich mir ja wirklich langsam mal was einfallen lassen. Es ist ja unglaublich. Happy Birthday und ein wundervolles neues Jahr mit ganz viel Farbe, Glück und Sonnenschein. Muah. Sonst noch eine Anfrage oder kann ich weitermachen? Ja, bitteschön. Gut, weitermachen. Alles klar. Damit ich hier drauf weitermachen kann, habe ich etwas gemacht, was ich gleich euch nochmal zeigen werde. Und zwar habe ich hier die Farbe ein bisschen geglättet. Wenn man die Kreidefarbe aufträgt, ist die so ein bisschen rau und porös. Die ist ja nicht geschlossen, diese Farbe. Und darum mache ich etwas, was nicht jeder tut, muss man nicht, aber ich finde es sehr schön. Ich glätte die ein kleines bisschen. Und um die zu glätten, nehme ich auf keinen Fall Schmirgelpapier. Und es ist auch kein Schmirgeln, kein Schleifen, es ist nur ein leichtes Glätten. Und ich benutze dafür gerne diese Schwämme. Das sind so Haushaltsschwämmchen, die gibt es bei Rewe und Kombi und in solchen Läden. Und die haben eine weiche Fläche und eine raue Fläche. Und diese raue Fläche, die ist noch zu rau, um damit schon auf die Farbe zu gehen. Das heißt, ich schleife die vorher an etwas ein bisschen an, bis die nur noch so ein ganz bisschen Rauheit oder Rauigkeit hat. Und dann gehe ich damit über mein Möbel. Und ich mache das jetzt einmal kurz, ohne was zu sagen, sonst dreht mein Mikro durch. Bis gleich. So, also ich gehe nur ganz, ganz fein darüber, damit du weißt, dass es nicht zu viel ist. Du gehst damit so leicht, guck mal, so leicht gehst du darüber, ohne die Farbe zu verletzen. Machst sie nur glatt und nimmst dann den Schleifstaub runter. So, und jetzt ist meine Oberfläche vorbereitet für eine Schablone. Denn ich habe mir überlegt, der gute Monsieur Matisse war ja ein Franzose und dachte, wenn er mal nach Paris kommt, dann fände er es ja bestimmt schön, ein Bed and Breakfast vorzufinden. Und darum habe ich eine Schablone, die ich schon lange in der Schublade habe, rausgeholt. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Und die werde ich jetzt mit sehr viel Raffinesse auf dieses Teil setzen. Für den Fall, dass jemand wissen möchte, woher die Schablone kommt. Die ist von Katharina, ist aber schon lange in meinem Besitz. Das heißt, Katharina ist immer sehr up to date mit ihren Schablonen. Es kann sein, dass sie genau diese nicht mehr im Shop hat, aber sehr viele ähnliche. So, ich setze meine Schablone jetzt möglichst mittig auf meine Oberfläche. Und noch da, genau, das Thema Fusch wollte ich noch mal ganz kurz mit euch ansprechen. Ich hatte euch ja erzählt, dass Beate geschrieben hat, mein Mann sagt, ich soll immer ordentlich sein. Und man muss das gar nicht. Aber es ist eine Frage, wo. Beispielsweise, wenn diese Streifen schief laufen und nicht exakt sitzen, wenn eine Schablone nicht wirklich mittig sitzt. Das sind Sachen, die stören das Auge extrem. Das heißt, damit solltet ihr bitte sehr exakt sein. An anderen Stellen, wie mit der Farbe kann man sehr gerne ein bisschen fuschen, aber hier solltet ihr exakt sein. Und darum gucke ich jetzt mal, dass ich meine Schablone, ich habe ja den Vorteil, dass ich mich hier an den Streifen orientieren kann. Und ich setze meine Schablone jetzt mal schön mittig hier rauf. Ich habe wirklich gute Anhaltspunkte durch die Streifen. Und mit Schablonen kann man nämlich ganz, ganz raffinierte Sachen machen, die kaum Aufwand sind und das ganz, ganz toll machen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich klebe die Schablone ein bisschen fest, damit ich da locker mit arbeiten kann. Ich zeige euch das alles auch gleich. Ich kippe das Schränkchen gleich mal vor, damit ihr alles sehen könnt. So. Ich klebe auch die natürlich nur mit diesem Sensitive Tape fest, weil ein normales Kreppband könnte schon die
die Kreidefarbe runterholen. Die ist ja noch nicht versiegelt. Die ist ja noch ein bisschen wie ein rohes Ei. So. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Und wie ihr seht, sieht man noch nicht viel. Ich habe den nur auf so einem kleinen Hocker stehen. So. Also, so sieht die Oberfläche jetzt aus. Und ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Jo. Das sollte klappen. Okay. Und diese Schablone soll eine schwarze Schrift bekommen. Das kann man machen, das sieht immer gut aus. Aber ich möchte, dass diese schwarze Schrift trotzdem so ein bisschen was Interessantes hat, was Leuchtendes. Und darum mache ich jetzt einen Trick. Zunächst mal, ich arbeite bei den Schablonen immer gerne mit einer ganz stinknormalen Schaumstoffrolle aus dem Baumarkt. Ihr seht, meine ist auch schon benutzt und ganz normale Schaumstoffrolle. Und die kriegt jetzt zunächst mal von mir einen ganz kleinen Schuss Wasser, damit sie nicht so viel Farbe aufnimmt, sondern schon ein bisschen angefeuchtet ist. Und mit der bearbeite ich die Schablone. Damit kann man nämlich tolle Sachen machen. Und wie gesagt, ich möchte eine schwarze Schrift, aber die soll interessant aussehen. Und darum werde ich jetzt ein bisschen von meiner wunderbaren gelben Farbe nehmen. Ihr erinnert euch, dieses Eidottergelb oder Eierlikörgelb, wie wir mal in der Gruppe festgestellt haben. So, ich habe jetzt ein bisschen einfach direkt rausgenommen und das trage ich jetzt erstmal auf diese Pappe hier auf und roll das so ein bisschen ab. Da soll nicht viel drauf sein. Irgendwie habe ich hier so ein blaues. So, okay. So viel streife ich ab. Es ist nur noch ganz wenig Farbe jetzt auf der Rolle. Das siehst du hier, wenn ich hier rüber gehe, kommt nur noch ganz wenig ab. Und mit diesem kleinen bisschen Farbe gehe ich jetzt über meine Schablone rüber. Und zwar ganz flächig, sodass ich überall diese feinen Schriften erwische. Ich zeige euch das natürlich gleich. Nur es ist so ein bisschen wackelige Angelegenheit. Und ich möchte so ungern die Kamera verstellen, weil es immer ein bisschen schwierig ist, die richtig gut einzurichten. Also bitte ich um euer Nachsehen und euer Verständnis. Ja, seid bitte großzügig. Apropos Verständnis und genau, ich hatte ja vorhin gesagt, viele Danke und eine Bitte. Also das letzte Danke ging ja an euch und jetzt geht natürlich auch sofort eine Bitte an euch. Und zwar möchte ich euch nochmal bitten, wenn ihr den Crashkurs genossen habt und aber sagt, nee, Kreidefarbe TV will ich nicht und ihr möchtet ein bisschen in Verbindung bleiben, was ich natürlich sehr schön fände, denn ich kann auf euch jetzt kaum noch wieder verzichten nach so einer schönen Zeit des Zusammenseins. Man könnte ja fast anfangen, dass wir uns duzen nach 3 gemeinsamen Abenden. darum wollte ich euch gerne einladen, Katharina und mir doch gern zu folgen. Wir haben beide unsere Accounts auf Facebook natürlich, wo wir uns ja hier alle treffen, auf YouTube, auf Instagram und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns da besucht und am meisten, wenn ihr uns folgt. Katharina findet ihr alles, egal YouTube, Instagram, Facebook, alles unter Schwägerlwirtschaft und bei mir findet ihr natürlich alles unter Fancy Patina. Ja, und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns ein bisschen folgt, dann sehen wir uns wieder. Und dann möchte ich euch noch einladen, auf jeden Fall meinen Newsletter zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn der nächste Kurs wieder losgeht. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich hier gemacht habe. Das sieht aus wie auf die Schablone gepiept. So, das ist ja nun nicht der Kracher. Das nehme ich mal wieder jetzt vorsichtig ab. Kleinen Moment. Was war das? Warst du das? Oder war ich das? Das war ich. Das warst du. Gut. So, ich nehme das jetzt mal wieder runter. So sieht das jetzt aus und ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich habe also einen ganz zarten gelben Schriftzug und ganz zart gelb auch dieses Muster. So, natürlich wollte ich das nicht gelb haben,
sondern schwarz. Und jetzt setze ich meine Schablone wieder exakt darüber, wo sie vorher war. Und das ist ja ganz einfach, das zu treffen. Dann ist sie nämlich wieder vollgefüllt mit Gelb. Und wenn sie genau da sitzt, wo sie vorher war, dann ziehe ich sie einen Millimeter, nicht einen Zentimeter, nur einen Millimeter nach unten und einen Millimeter von mir weg oder zu mir hin, egal. So, na, es hat noch nicht ganz geklappt. Muss man ein bisschen rumzirkeln, so einen nach unten und einen von mir weg. Genau, so. Klebt das alles wieder schön fest. Sehr gut. Übrigens, wenn ihr mit dieser Rolle arbeitet und mit so wenig Farbe, habt ihr den großen Vorteil, dass euch keine Farbe unter die Schablone laufen kann. Das ist nämlich das super Ärgerliche, wenn man mit Schablonen arbeitet und man hat ein bisschen zu viel Farbe am Pinsel und dann matscht das alles von unten durch. Dann hast du sowas Schönes gemalt und alles ist im Eimer. Das wollen wir natürlich nicht. Darum wirklich mein Tipp mit der Rolle, geht super und kein Matschen mehr. So, und jetzt kommt meine schwarze Farbe, Athenian Black, wirklich schwarz wie die Nächte von Athen. Ich weiß nicht, wieso die Nächte von Athen so besonders schwarz sein sollen, aber... Und man könnte jetzt dafür eine neue Rolle nehmen. Man kann es auch lassen. Ich streife den Rest meiner Farbe an meiner ersten Pappe ab. Und ihr seht, da ist also wirklich so gut wie nichts mehr dran. Und nehme jetzt ein bisschen Schwarz. Ich gehe dafür einfach wirklich... Brutal, an meiner Rolle ist ja nichts mehr dran. Ein bisschen in die Farbe. So sieht das dann aus. Und gehe damit direkt auf eine neue Pappe und ziehe das Schwarz über die ganze Rolle. Hier darf es jetzt ein ganz kleines bisschen mehr sein, weil ich ja möchte, dass auch die zarten Schriften zu sehen sind, aber nicht mehr als so, denn sonst läuft euch die Farbe unter die Schablone. Also lieber dreimal wenig als einmal zu viel. So, und jetzt mache ich wieder genau das Gleiche wie eben. Ich gehe mit der Rolle über meine Schablone. Ob ich das hin und her, vor oder zurück mache, spielt überhaupt keine Rolle. Das sieht man später nicht mehr. Und ich sehe jetzt zu, dass ich die Schriften gut treffe, denn Monsieur Matisse soll ja sein Bed and Breakfast treffen, sein Lit et Petit Déjeuner. Ich finde, Bed and Breakfast klingt viel besser, klingt auch besser als Frühstückspension, oder? Was sagst du, Gary, was gefällt dir besser? Lit et Petit Déjeuner oder Bed and Breakfast? Bed and Breakfast. Okay, ja, ich meine, es ist kein Petit Wunder. Déjeuner oder Breakfast? Breakfast. Okay. Croissant oder Okay. Gary ist überhaupt kein Frankreich-Fan. Doch. Doch? Ja. Ja? Nein. Ja, ein bisschen. Ja, hat schöne Sachen in Frankreich. Gary ist auch kein Italien-Fan. Wir waren einmal in der Toskana. Es war der schlimmste Urlaub unseres Lebens. Wenn man wirklich schlecht essen will und nie ein nettes Quartier kriegt und alles schief gehen soll, dann könntet ihr, wenn ihr sowas erleben möchtet, dann könnt ihr mit uns in die Toskana fahren. Alle anderen Leute machen da schöne Urlaube. Wir kriegen das hin, das total zu versauen. Aber es war trotzdem sehr lustig. Ja, die Leute waren sehr nett. Die Leute waren sehr nett, ja. Nicht wie in Frankreich. Waren die Franzosen nicht nett zu dir, Gary? Oft. Ich wollte keine so... Wie heißt das? Gut, dann lass das. Ja. So. Xenophobischer. Bitte was? Xenophobisch. Was ist denn xenophobisch? Gegen andere Leute. Okay. Man sagt heutzutage nicht Rassen, weil wir sind alle das Gleiche. Ah, dann sagt man xenophobisch. Xenophobia, ja. Ah, das ist ja... Es ist gut geworden. Ich meine, das ist ja immer ein bisschen risky, sowas live in einem Kurs zu machen, aber wer Schiss hat, ist selber schuld, ne? So, ich lege mal meine Schablone ein bisschen weg. Die sollte man übrigens möglichst schnell in warmes Wasser legen und dann kriegt man die Farbe gut wieder runter. Ich tue das jetzt natürlich nicht. Ich bleibe hier bei euch und werde sie nachher ein bisschen länger einweichen. Dann wird sie auch wieder sauber. So, Schablone weg. Und ich zeige euch mal, was dabei jetzt rausgekommen ist.
Und ich finde, das sieht schon ganz nett aus. Und ihr seht, von dem Gelb ist nur noch so ein Schimmer zu sehen. Und wenn das ganz trocken ist, werde ich nochmal mit dem Schwämmchen, das ich euch eben gezeigt habe, darüber gehen und das so ein kleines bisschen abgeschliffen aussehen lassen. Das ist ein sehr cooler Effekt und es leuchtet durch das Gelb natürlich stärker hervor. So, Gary, jetzt könnte ich mal ein bisschen Support gebrauchen. Würdest du? Gary, kannst du vielleicht erst eben zu mir Jetzt kommen? soll ich mich abarbeiten. Können wir das einmal eben hochstellen, willst du? Moment, ja, es ist besser, wenn du an der. Nee, geh du mal an die Seite, bitte. Du kannst den wegschieben. So, tada, das ist Gary. Guten Tag. Okay, nee, nicht da, nicht da. Hier, bitte fassen. So. I do. You did. I did. Thank you very much. Gut. So, das war Auftritt Gary und Abtritt, Abgang Gary. So, meine Lieben, so sieht der Kleine jetzt aus. Und ich habe ihm schon schwarze Füße verpasst. Was lachst du? Das sieht die Kleine aus und jetzt macht die weiter mit dem Möbelstück. Nein, 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 nein. Der Kleine bist nicht du. Nein, nein. Das ist. Und ja, ich habe ihm schon schwarze Füße verpasst und möchte auch diesen Rand hier gerne schwarz machen. Und das geht natürlich super easy, wenn man will. Auch mit der Rolle kann man jetzt hier längs gehen. Muss man natürlich ein bisschen Farbe drauf nehmen. Aber dabei besteht immer die Gefahr, dass man ein bisschen zu doll drückt und über die Ränder rüber geht. Darum tue ich das nicht. Werde dieser Versuchung also widerstehen. Und stattdessen einen Pinsel nehmen, wieder den kleinen Flachpinsel, mit dem ich so gerne an diesem Stück arbeite. Und wie immer, bitte, ich habe immer wieder von euch gehört, dass irgendwas nicht klappt. Nur so viel Farbe. Also hier hat er gar keine und hier hat er nur ganz, ganz wenig. Ich gehe also nicht richtig mit dem Pinsel rein, sondern nur mit der Pinselspitze nehme ganz, ganz wenig Farbe. So. Und weil ich das hier alles nicht abkleben will, gehe ich da einfach nur so längs und brauche auch nichts abzukleben. Mit wenig Farbe besteht ja keine Gefahr, dass das runterläuft. Und das ist die zweite schwarze Kante. Unten habe ich ja schon eine. Jetzt habe ich hier oben auch eine. Und dadurch passt das Ganze wieder gut zusammen. Sonst wäre das ja ein bisschen putzig, dieses Schwarz da unten. Aber jetzt haben wir das Schwarz auch da oben und Schwarz in der Schrift. Und damit habe ich alle Farben von Herrn Matisse aus seinem wunderbaren Gemälde verwendet. Und ich bin wirklich sehr überrascht, was dabei rausgekommen ist. So, ich fand doch zwischendurch, dass ich den Mund recht voll genommen hatte mit meinen Farben von Matisse und hatte ein bisschen Muffe, dass das schief geht. Und bin jetzt aber ganz glücklich damit. Und ich muss sagen, diese Farbkombi gefällt mir wahnsinnig gut. Und ich bin ziemlich fest entschlossen, mit dieser Farbkombi noch ein Möbel zu machen. Denn dieses muss ich ja nun direkt hergeben. Das wird ja sicherlich noch die nächsten Tage versandt. Das muss noch ein bisschen gewachst werden, was wir gleich machen. Aber dann geht es zu seiner neuen Besitzerin oder zu seinem neuen Besitzer. Und darum habe ich mich fest entschlossen, diese Farben sicherlich in einer anderen Kombi, aber also die gleiche Farbkombi in einer anderen Anwendung nochmal zu benutzen. Ich habe so einen großen alten englischen Bücherschrank, der noch auf mich wartet. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu dem gut passt. Ach, Gewinnspiel. Als Dings, als, wie heißt das, als Farbkombi. Aha, gut. Kannst du das erklären, dieses Gewinnspiel? Dieses Stück jetzt ist zu gewinnen. Das Gewinnspiel, ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Nummer habt ihr hoffentlich alle gesehen. Ich zeige nochmal eben die Nummer und erkläre nochmal kurz das Gewinnspiel. Heute Abend könnt ihr noch gewinnen. Und zwar der dritte Preis ist ein Rundpinsel von Annie Sloan und ein passendes Wachs. Der zweite Preis
sind die 6 Farben, die ich an diesem Möbelstück verwendet habe. Und der dritte Preis ist das Möbelstück selber. Diese 3 Preise sind zu gewinnen. Alles, was du machen musst dafür, ist eine WhatsApp schicken an diese Nummer. Und zwar erst dann, wenn du weißt, mit welchen beiden Wachsen von Annie Sloan ich dieses Möbel jetzt bearbeiten werde. Also dies ist die Nummer von Katharina von der Schwägerwirtschaft. Und die 10. richtig eingehende WhatsApp gewinnt heute als Tagessieger. Unter den 3 Tagessiegern von heute, Montag und Freitag, wird dann ausgelost, wer welchen Gewinn bekommt. Und außer den Farbnamen musst du bitte noch deinen Vor- und Nachnamen schicken, damit wir dich identifizieren können und das nicht jemand falsch geben. Und ja, so viel zum Gewinnspiel. Ich glaube, das sollte jetzt bei allen angekommen sein. Da war eine Frage von Sunja. Sie hat kein WhatsApp. Sie hat auch kein Smartphone. Das tut mir sehr leid. Es geht nur über WhatsApp. Wir haben nichts anderes dafür vorgesehen. Wollen Sie einen Nachbar fragen? Ja, Nachbarn fragen, Mann fragen, Freund, Freundin, irgendjemanden. Tut mir leid, wir sind davon ausgegangen, dass das für uns die einfachste Möglichkeit ist und für die meisten von euch auch. Denn Sie können eine Postkarte schicken, aber ich höre nicht, dass die 10. Genau. Ihr habt ja gesehen, hier oben habe ich das Möbel ein bisschen geglättet. Das mache ich hier jetzt auch. Und zwar mache ich das in einer bestimmten Vorgehensweise. Ich gehe kurz mit meinem Schwämmchen drüber und fasse das an, ob es glatt geworden ist. Und wenn es glatt ist, dann lasse ich es. Und ich habe noch ein bisschen Farbe. Hier kann ich noch fühlen, dass es ganz rau ist. Ihr könnt das sogar hören. Hier ist es weicher. Ich hoffe, ihr könnt das gut hören. Nochmal. Rau. Weich. Ich hoffe, mein Mikro hat das gut übertragen. Und ich gehe jetzt einmal zack, zack mit meinem Stämmchen über die ganzen Flächen, um die Kreidefarbe schön zu glätten. Wie bitte? Welche Holzpaste, Strukturpaste nimmst du? Ich habe hier keine Strukturpaste benutzt. Aber allgemein? Ich nehme normalerweise einfach Spachtelmasse aus dem Baumarkt. Ganz normale Spachtelmasse. So, meine Lieben. Und jetzt kommt das, was eigentlich am schönsten ist. Jetzt kommt nämlich das Wachs. Und wenn man das Wachs verwendet, dann sieht man erst, wie schön das Möbel wird. Und dazu wäre es schlau, wenn man einen Schwamm dabei hätte. Und ich habe einen Schwamm dabei. Und das kann man. Man kann das mit einem Wachspinsel machen. Das geht sehr gut. Man kann es aber auch mit einem Schwämmchen machen. Und das finde ich fast noch praktischer. Wobei ich auch einen Pinsel gleich brauchen werde für die Vertiefung hier. Aber wir fangen erst mal mit dem Wachs an. So, das erste Wachs, mit dem ich immer arbeite, ist das klare Wachs von Annie Sloan. Meins ist schon relativ leer, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es sieht weiß aus und ist ein klares Wachs. Und dieses klare Wachs von Annie Sloan ist das erste Wachs, mit dem ich auf diesem Möbel arbeite. Und ihr seht, wenn ich damit über die Farbe gehe, dann wird die sofort richtig leuchten und jubelt, weil sie damit jetzt richtig gesättigt wird. Das ist also immer der großartige Moment, wenn man sein Möbelstück beendet und die Farbe so richtig zum Leuchten bringt. So, und dieses Wachs trage ich auf alle Flächen auf. Und ihr seht sofort, wird die Farbe völlig leuchtend und schön. So, bei meiner Schublade natürlich auch. Ich finde übrigens, dass dieses Möbel sehr mediterran aussieht. So, ja, sieht aus wie Sonnenschein irgendwo, wo es warm ist. Und darum hat es von mir den Namen Little Miss Sunshine bekommen. Ich gebe meinen Möbeln immer Namen. Ich finde, das gehört sich so. Die sind mir so lieb und wert, dass sie auf jeden Fall Namen kriegen. Außerdem ist es gut, wenn man ein Möbel verkauft und es hat einen Namen, dann kann sich jemand was darunter vorstellen. So, ihr seht, hier sind diese tiefen Riefen. Da kann man auch mit dem Schwämmchen reingehen. Also es soll wirklich jede Fläche
ein bisschen Wachs bekommen und dieses Wachs sorgt dafür, dass die Kreidefarbe versiegelt wird. Bis jetzt war sie noch abwaschbar, jetzt mit dem Wachs wird sie fest und man kann sie nicht mehr runterholen. Jetzt ist sie sicher auf dem Möbelstück. Man kann auch farbige Wachse verwenden oder dunkle Wachse, Antikwachse. Und wenn man das tun möchte, sollte man aber unbedingt vorher trotzdem immer mit einem klaren Wachs arbeiten. Denn dieses klare Wachs sättigt erstmal die Farbfläche. Wenn man beispielsweise mit einem dunklen Wachs, ohne vorher klar gewachst zu haben, auf ein Möbelstück geht, dann macht das Möbelstück so richtig bei dem Wachs, macht es so. Und wenn man dann schwarzes Wachs erwischt hat, dann kann man das kaum noch wieder verteilen. Also immer als erstes bitte klares Wachs und erst dann, wenn ihr es gerne möchtet, farbiges Wachs darüber auftragen. So, ja? Frage bitte, ja klar. Petra fragt Peter, hast du schon alle Gestaltungsideen vorher im Kopf oder kommen sie dir beim Machen? Dazu kann ich klar sagen, ja. Gut. Ja, also die Frage war, falls ihr das nicht alle gehört habt, die Frage war, hast du vorher schon alle Gestaltungsideen im Kopf oder kommen sie dir beim Malen? Und dazu kann ich wirklich sagen, ja. Ich habe alle Ideen im Kopf, ich sehe schon ganz genau, wie das Möbel wird. Und dann trage ich die Farbe auf und merke, nein, es wird völlig anders. Und bin manchmal wirklich sehr überrascht, was dabei rauskommt. Und ja, wenn ich merke, es ist nicht das, was ich haben möchte, dann ändere ich einfach meine Pläne. Wie gesagt, ich habe immer feste Pläne, was ich machen möchte. Und eigentlich passiert es immer, dass ich sie wieder umwerfe. Ich bleibe meistens bei meinem Farbkonzept. Also wie hier war ja völlig klar, welches Farbkonzept ich nehme. Und mir war auch klar, ich wollte aus diesem wunderschönen Bild von Matisse, weiß ich gar nicht, wo ich das Buch habe. Ach doch, habe ich hier. Ich war also fest entschlossen, diese Farben zu nehmen und ich wollte unbedingt diese lila-weißen Streifen haben. Das war klar, das war gesetzt. Alles andere war so ein bisschen, ich hoffe, dass es klappt, denn ich wusste nicht genau, wie es aussehen wird. Ich habe immer eine Vorstellung davon, aber die ist leider nicht immer ganz mit der Realität verwandt. Also insofern ja, beides. Ich weiß, was ich vorhabe und ich ändere immer wieder unterwegs, aber ich ändere nicht mein Farbkonzept. Manchmal merke ich, dass mir noch eine Farbe fehlt. Beispielsweise hier war mir nicht klar, wie wichtig das Gelb ist, denn das Gelb bringt alle diese anderen Farben sehr schön zum Leuchten. Ohne Gelb wäre diese Kommode sehr traurig. Und mit dem Gelb ist sie ein leuchtendes Stück, das sehr viel Sonnenschein vermittelt. Also insofern, ja. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal ganz schnell weitermachen. Wir müssen nämlich jetzt ganz schnell erstmal unseren Tagessieger ziehen. Und darum muss ich jetzt hier erstmal zugeben oder erzählen, welches mein zweites Wachs ist, mit dem ich arbeite. Und mein zweites Wachs, ist das schwarze Wachs von Annie Sloan. Also es ist klares Wachs und schwarzes Wachs. Also bitte Vorname, Nachname, klares Wachs und schwarzes Wachs per WhatsApp an Katharina. Und für alle die keine WhatsApp und kein Smartphone haben, es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben ein paar Verlosungen gemacht über Facebook und die Schwierigkeit bei Facebook ist, dass Facebook jedem von uns, selbst während einer Live-Sendung, immer wieder was anderes anzeigt. Und dann war es sehr schwierig, dann zu sagen, der und der oder die ist Gewinner oder Gewinnerin. Und um dem aus dem Weg zu gehen, haben wir gesagt, Smartphone sind wir auf Nummer sicher, WhatsApp auch. Es tut mir sehr leid für die, die keine WhatsApp haben. Very sorry. Wir versuchen, uns nochmal den Kopf darüber zu machen, wie man sonst ein Gewinnspiel machen könnte, weil das natürlich ein bisschen ungerecht ist. Also, tut mir sehr, sehr leid, wenn jemand jetzt mit traurigem Gesicht da sitzt. Das war natürlich nicht meine Absicht und ich hoffe, du bist mir nicht zu böse. Okay, dann, wenn die Leute sind alle so... Ja? Die sitzen jetzt hoffentlich an. Die rennen nicht alle rum und sagen, oh, mein Smartphone. Ja? Gut, paar Fragen. Ja, bitte.
Kann man trotzdem, kann Tage sagt, kann man trotzdem nochmal über Wachs streichen, um noch etwas zu ändern? Kantara fragt, ob man nochmal über Wachs streichen kann, um etwas zu ändern. Auch dazu gibt es ein Ja und Nein. Also bei Annie Sloan, ja, Annie Sloan Farben halten auf Annie Sloan Wachs. Ich habe selbst mein erstes Stück, ich habe euch ja das mal gezeigt, diese rote Kommode, habe ich dreimal komplett angemalt, geglättet und gewachst und immer wieder angemalt, geglättet, gewachst. Also das habe ich dreimal gemacht. Und das war überhaupt kein Problem. Annie Sloan Farbe hält auf Annie Sloan Wachs. Bei Yellow Chair ist es ein bisschen anders. Andrea von Yellow Chair sagt, man darf nicht nochmal über ihrem Wachs malen. Das würde mit ihrer Farbe nicht halten. Ich habe das trotzdem ausprobiert. Bei mir hat es geklappt. Aber die Herstellerempfehlung ist, tu das nicht. Und darum, das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne mit den Annie Sloan Farben arbeite, weil man damit sowas machen kann. Und die meisten anderen lassen das nicht unbedingt zu. Das ist also einer der Gründe, warum ich so ein Annie Sloan Fan bin, abgesehen von den wunderbaren Farben und der Konsistenz dieser Farbe. So, Gary, ich hoffe, du hast dein Smartphone jetzt bei dir. Ja, wir haben noch eine Frage von Nicole mit den hübschen Katzenohren. Wie versiegelst du, nachdem du zum Beispiel eine Tour aus Plastik gemacht hast, Packs zum Beispiel, mit Wachs oder eher doch Lack? Ja, das ist eine gute Frage. Niki fragt, eine Schranktür, zum Beispiel eine Packstür, also die sind ja so beschichtet. Wie versiegelst du die? Mit Lack oder mit Wachs? Also eine Schranktür würde ich eigentlich normalerweise mit Wachs versiegeln. Das Wachs wird sehr hart. Das wird richtig auch wird richtig fest. Also meine Schranktüren von den Schränken, die ich bearbeite, bearbeite ich alle mit Wachs. Allerdings, wenn du sagst, das ist eine Tür, die viel auch mal geknallt wird, an die man mal rankommt, an die man zum Beispiel Küchenschränke, Türen von Küchenschränken, also beispielsweise so richtige Schranktüren in der Küche, die würde ich immer zum Schluss lackieren, weil etwas Gewachstes wird nicht richtig stoßfest. Das bleibt immer eine verletzliche Oberfläche und insofern, also bei Schranktüren musst du gucken, wie, also diese Schranktür würde ich auf jeden, oder wachse ich, auf jeden Fall habe ich ja schon gewachst, eine große Schranktür, würde ich es mir überlegen, kommt drauf an, wie stark sie strapaziert wird. Okay? Ja. Is it chicken dinner time? Weiß ich nicht, hatte schon gebrummt bei dir? Yeah, ja, gib mal her. Gib mal her. Okay. So. Hups. Gut. Okay. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir, ja, Katharina, vielen Dank. Katharina hat gezählt und die Gewinnerin des Tages, die Gewinnerin, die diesen Tagessieg erzielt hat, ist Martina Jung-Lorrer. Herzlichen Glückwunsch, Martina. Martina hat den Tagessieg errungen. Und wer nun welchen Preis bekommt, wir haben Susanne, Marianne und Martina, wer welchen Preis bekommt, das geben wir gleich noch bekannt. Aber erst muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, denn wir wollen ja dieses Stückchen noch zu Ende machen. Und ich meine, ich habe das schwarze Wachs ja nun nicht nur für die Frage hergeholt. Ne? So, dieses schwarze Wachs bearbeite ich jetzt mit einem Pinselchen und ich nehme nur wenig. Also ich stupfe da so ein bisschen rein und habe... Doch, genau, alles hier. So, was ich jetzt mit diesem schwarzen Wachs dunkel machen möchte, sind die Ecken. Und da gehe ich richtig ein bisschen brutal in die Ecken rein. So. Wenn jetzt jemand denkt, nein, sie macht alles kaputt. Ja, ich darf das. Ich bin die Künstlerin, ich darf das. Das ist das Schöne. Ich gehe hier in alle Ecken rein und macht da ein bisschen Schwarz hin. Das geht deshalb, weil ich ja schon das klare Wachs darunter habe. Dadurch kann ich das jederzeit wieder kontrollieren,
Und es bleibt nur in den Vertiefungen. Es soll ein bisschen aussehen, als wäre es schon ein bisschen oll und abgegammelt. Das ist ja die ganze Zeit das, was wir mit Vintage-Stil erreichen wollen. Dass die Stücke aussehen, als hätten sie schon eine Vergangenheit und wären nicht gerade frisch von uns angemalt worden. Natürlich wäre es ein leichtes für mich gewesen, diese Streifen bis hier oben hin zu malen und alles sehr ordentlich zu machen. Aber für mich ging es darum, dass dieses Möbel aussehen soll, als ob es schon so alt ist, wie es ja sowieso ist, aber als ob es schon diese ganze Zeit so bunt gewesen wäre, als ob es irgendwo in Paris oder an der Côte d'Azur oder irgendwo, wo viel Sonne ist, es steht jetzt oben drauf, dass es Bett und Frühstück in Paris gibt, aber es könnte natürlich auch schon lange an der Côte d'Azur gestanden haben und schöne Dinge erfahren haben. Und so soll es aussehen. Ich gebe jetzt in alle Ecken ein bisschen schwarzes Wachs. Wie gesagt, vorher unbedingt klar wachsen. Und dann gehe ich mit meinem Schwämmchen hinterher. Und lasse damit die Ecken so ein bisschen schmuddelig aussehen. Und wenn ich denke, das ist mir doch ein bisschen zu viel geworden, dann gehe ich einfach nochmal mit der anderen Seite des Schwämmchens in mein klares Wachs rein und kann damit einfach wie mit einem Radiergummi das zu viel wieder wegnehmen. Das ist also wunderbar kontrollierbar, aber nur, wenn das klare Wachs darunter ist. So, und natürlich bieten sich diese Vertiefungen hier unbedingt an, die noch ein bisschen abzudunkeln. Und da gehe ich auch mit meinem Schwämmchen mal ein bisschen, mit meinem Pinsel ein bisschen drüber. Und ihr seht, das Ganze kriegt sofort echt Charakter. Und damit kann man wunderbar spielen, wenn man vorher genug klares Wachs aufgetragen hat. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Denn wenn man das ohne klares Wachs machen würde, direkt mit dem schwarzen Wachs drauf, dann würde das dicke, schwarze Flecken geben. Und das wäre natürlich super schade. So, auch meine Griffe kriegen ein bisschen schwarzes Wachs. Die sollen auch noch ein bisschen hervorgehoben werden. Alles, was ich hervorheben will, kriegt schwarzes Wachs. Und ich gehe mal eben ein bisschen weg. Mit Distanz lässt sich das immer ein bisschen besser angucken. Und das ist auch hier natürlich wieder nötig. Denn was ihr gut sehen könnt, kann ich, wenn ich direkt davor stehe, nicht sehen. Darum ist es immer gut, ein bisschen sich von seinem Möbelstück zu entfernen und es nochmal genau anzugucken. Hier ist es mir jetzt ein bisschen zu dunkel geworden. Dann nehme ich wieder ein bisschen klares Wachs und nehme ein bisschen von dem Schwarz wieder weg. Und das geht ganz easy. Und so wie der Schrank jetzt ist, lasse ich das Wachs über Nacht trocknen. Ich habe das gut eingerieben. Es darf also nicht draufstehen, soll schon richtig schön eingezogen sein. Und morgen werde ich ihn dann mit einem weichen Tuch schön aufpolieren. Dann fängt er ein bisschen an zu glänzen und das Ganze wird super streichelweich. Ja, natürlich werde ich die andere Seite auch noch machen, aber das ist jetzt ja nicht mehr so interessant, da ihr schon gesehen habt, wie diese Seite aussieht. Ich hoffe, sie gefällt euch auch besser als mir. Ja, also ich finde, die Seite ist deutlich ausdrucksvoller. Die ist noch ein bisschen langweilig, die kriegt gleich noch schwarzes Wachs. Und ja, natürlich werde ich den Rest des Möbels auch wachsen und morgen das Ganze polieren und dann ist es fertig. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, ist das nicht so schlimm, weil ja nur eine Person das Möbel kriegt und die Auslosung hat schon stattgefunden. Und zwar nicht unter notarieller Aufsicht, sondern unter Katharinas Aufsicht und ihr alle könnt gleich sehen, was da passiert ist. Denn Katharina hat die Auslosung durch ihre drei Töchter vornehmen lassen. Jede von ihnen hat einen Tagessieger gezogen und eine war zuständig für den ersten, eine zuständig für den zweiten und eine für den dritten Preis. Katharina hat das Ganze gefilmt und den Film könnt ihr gleich hier in der Gruppe sehen. Sie wird ihn jetzt gleich posten. Und bevor sie das tut, muss ich natürlich verraten, welcher Tagessieger welchen Preis bekommen hat. Und ich freue mich ganz doll. Der dritte Preis
geht an Susanne. Herzlichen Glückwunsch zu einem sehr schönen Rundpinsel von Annie Sloan und einem passenden Wachs. Bitte schick mal per WhatsApp deine Telefon, Quatsch, deine Adresse an Katharina, weil sie das Ganze direkt an dich schickt. Der zweite Preis, ja, sah ein bisschen scheiße aus, ne? Ist das ein Nein, es war kein Schlaganfall. Ich wollte Spannung simulieren. Spannung, Spannung. Ja, der zweite Preis. Alle sechs Farben von diesem Möbel, von Gelb über Schwarz, Violett, Weiß, Blau und Grün. Das ganze Sechser-Ensemble, vielen, vielen Dank, Katharina, ein sehr großzügiger Preis, geht an Marianne. Marianne hat am Montag gewonnen und Marianne hat die sechs Farben gewonnen. Tja, meine Lieben, und damit ist, glaube ich, klar, und ich bin jetzt schon nicht mehr ganz sicher, es tut mir leid, es ist alles sehr aufregend. Ich meine, es war Martina, oder? War Martina die Siegerin des heutigen Abends? Gary weiß es auch schon nicht mehr. Nee, ich lege jetzt mein Telefon. Ich habe dein Telefon, genau. Martina Jung-Lorra, Martina, du schickst bitte keine WhatsApp an Katharina, sondern mir eine E-Mail mit deiner Telefonnummer. Dann schnacken wir und deine Adresse natürlich schon. Und dann schnacken wir und ich sehe zu, dass du möglichst bald dein neues Möbel kriegst. Ich werde es natürlich noch fertig machen. Und ja, herzlichen Glückwunsch unseren drei Gewinnerinnen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr für euch. Ich freue mich, dass ihr alle mitgemacht habt. Und ich glaube aber, eigentlich sind wir alle Gewinner. Denn auch wenn du heute keinen der Preise gewonnen hast, hast du natürlich hoffentlich einiges an Know-how gewonnen, hast hoffentlich reichlich Spaß gehabt in dieser wahnsinnig netten Gruppe. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen, bei Kreidefarbe TV mitzumachen. Ihr braucht dafür einfach nur auf www.kreidefarbe.tv zu gehen. Der Link wird auch später hier in der Gruppe sein und über dem Video. Und die Gruppe findet immer donnerstags statt. Und Morgen wer sogar. morgen, genau, morgen findet sie statt. Und wer Schnellbucher ist und bis morgen 17 Uhr bucht, der ist auch schon morgen dabei. Und morgen beginnen wir mit einem sehr schönen mexikanischen Schrank. Der wird ja ein sehr, sehr nettes Stück. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich bin sicher, meine Gruppe wird den gut finden. Und ich glaube, jeder findet den gut, weil das ist so eine Art zu malen, die eigentlich alle Leute cool finden und die ganz, ganz easy ist. Das ist so easy, das kann jeder Anfänger. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Eine sehr, sehr schöne Technik und ein tolles Design. Und wer mitmachen möchte, braucht bloß zu Kreidefarbe TV zu kommen. Ja, meine Lieben, solltet ihr nicht zu Kreidefarbe TV kommen, kann ich nur sagen, selber schuld, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Crashkurs wieder. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Vergnügen. Und ich wollte eigentlich noch anbieten, noch eine kleine Live-Schalte zu machen für alle, die noch Fragen haben zu Kreidefarbe TV. Wir haben heute Mittwoch, ne? Ja. Ja, alle, die noch was über Kreidefarbe TV kriegen, die können wissen möchten, die was über Kreidefarbe TV wissen möchten und noch nicht entschlossen sind zu buchen, die können mich nächsten Dienstag treffen. Nächsten Dienstag werde ich um 19 Uhr für 20, 30 Minuten nochmal live gehen und stehe euch nochmal für letzte Fragen zur Verfügung. Das ist dann auch der letzte Termin, an dem man buchen kann. Also wenn noch jemand unschlüssig ist, Dienstag 19 Uhr machen wir noch eine kleine Live-Schalte mit Fragen zu diesem Crashkurs und Fragen zu Kreidefarbe TV. Und wer dabei sein will, ist herzlich eingeladen. Und jetzt wünsche ich euch allen einen. Ja, Gary, was sagst du? Noch viele Leute haben Fragen gestellt. Es ging alles sehr schnell und es ist schwierig, einen Platz zu finden, wo du Pause machst. Ja. Aber du wirst alle Fragen, die nicht beantwortet sind, doch ja beantworten.
beantworten. Ja, also Gary sagte gerade, die Fragen sind sehr schnell an ihm vorbeigerauscht. Und weil ich die ganze Zeit rede, ist es für ihn auch nicht so einfach, dazwischen zu kommen. Also alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, werde ich heute Abend noch beantworten. Ich gucke mir immer noch den Post an. Ich beantworte alle Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe und manche auch, die ich schon beantwortet habe. Also ihr kriegt alle noch eine Antwort und es gibt noch eine 20-30 Minuten Live-Schalte nächsten Dienstag um 19 Uhr. Und ich werde das auch nochmal hier in der Gruppe ankündigen. Das wird hier in der Gruppe sein. Also ich werde hier in der Gruppe live gehen und nochmal für eure Fragen zu Kreidefarbe TV zur Verfügung stehen. Ja, eigentlich wünsche ich immer Donnerstag schon gutes Wochenende, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr früh am Mittwoch. Also ich würde mich sehr freuen, euch alle wiederzusehen bei Kreidefarbe TV oder beim nächsten Crashkurs oder sonst wie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich, dass ihr alle dabei wart. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig und nett von euch. Herzlichen Dank und alles Gute und ja, bleibt schön bunt. Tschüss.